Hello, Einwohnerzahl, jetzt. Meine Einwohnerzahl? Ja. 222. Aber 122? Janik? 223. Ja. Wir sind wow, alle in gewisser Weise so militaristisch, also zumindest 4 der 5 ja, ne? Fraktionsmitglieder. Was auch mehr das heißt, rein theoretisch ist doch Auburn doch ein vernünftiger Kriegsgrund, oder? Ja, aber dann ändert eure Namen. Ja, also mal ganz aber, ehrlich. Aber also, werden gerade erst kommen. Okay, Galaktische Imperium. Die Zerstörer des Friedens, Jungs, ne. Ja, nee, also irgendwie was Sinnvolles dann. Also, wisst ihr? Also, weil das macht halt nicht so wahnsinnig viel Sinn. Wie wär's mit Vasallen des letzten fressenden Schwarms? Halt's Maul da hinten! Nee, wir schatten dir gleich ein bisschen, damit du weiter zickst. Kriegsbande. Wie wär's mit Schüler des Heiligen? Ja, aber Kriegsbande, würden wir ja noch die Liga der Demokraten auf uns ziehen. Ja, aber wisst ihr, also das Problem ist, ihr solltet jetzt natürlich keinen 180 Grad Namenswechsel machen, das ist ja auch irgendwie ein bisschen bescheuert. Nee, also vor allem von der Bedeutung her, dass wir einfach einfach alle Kriegsbrüder sind, im Sinne von, wir haben gemeinsam Blut vergossen. Ja. Ja, wir sind die blutenden Spritzer, wie wär's damit? Oh, Mann. Alter, jetzt mal ehrlich. Geht zum Arzt, Mann. Wir nennen uns einfach den, keine Ahnung, wir können auch uns einfach so nennen, wir machen einfach den die Hauptstadt von den Rastle-Pakt oder sowas, keine Ahnung. Karasakarak. Karasakarak-Pakt oder so. Der Karas-Ankur. Mann, das ist halt kacke. Weißt du was, ich kann weder meine Forschung auswählen, oder dieses eine scheiß Schiff löschen. Den Antarktika-Pakt, keine Ahnung, irgendeine Hauptstadt von uns nehmen wir und dann hinten dran packt, dann kann man uns nicht irgendwie, oder Berliner Pakt. Oder die Achse. Nein, Berliner Pakt ist schon wieder. Achse ist auch schon wieder zu viel. Okay, gut. Ja, also ich bin für den Berliner Pakt ganz klar. Wir brauchen keine dritte. Oder wir nennen uns einfach die Schuhen. Wie nennt man die Leute, die zusammen am Schlachtfeld Blut vergossen haben? Blutsbrüder. Nein. Ja. Waffenbrüder. Oh, nein, oder? Waffenbrüder. Waffenbrüder. Wir sind die Waffenbrüder. Naja. Ja, auch. Waffenbrüder-Allianz. Dann machen wir die Waffenbrüder vom Weltraum oder so aus. Nein, mach Waffenbrüder-Allianz oder Waffenbrüder-Gemeinschaft. Irgendwie so ein Scheißdreck. Such dir was aus. Berliner Waffenbrüder. Oder Expansion nach Westen. Der war seine scheiß Föderation von meiner Grenze. Wir nennen uns einfach immer nach dem Kriegsziel um, bist du? unser Krieg. Auslöschung nach Westen, Auslöschung des Schwarms. Wisst ihr, auf was ich richtig, was ich richtig gut finde? Wenn man vor dem Krieg so ein bisschen durch den Chat ein bisschen RP betreibt und sich das dann irgendwie zuspitzt oder wie auch immer, das finde ich viel, viel cooler, als einfach nur zu sagen, ja, ich will den angreifen für dich. Okay, Leute, ich habe Hunger. Wir hatten ursprünglich vor, den Blut Marken zu stellen wegen dem. Schickt ihr mir Leute oder ich komme zu euch? Ja, aber also nochmal, wie gesagt, die Sache mit dieser Unabhängigkeit war ein Witz. Ja, also das hätte ich niemals gesagt, dass ihr das machen könnt. Nie im Leben. Wenn wir halt alte Rechnungen begleichen. Unterstützt, ey. Wir hätten jetzt nicht aktiv angegriffen, um den zu befreien. Hätte er sich von alleine den Krieg erklärt, hätten wir einfach mitgemacht. Fertig. Ja, aber hätte er ja nicht gemacht. Vermutlich. Man weiß ja nie. Ja, aber wie auch immer. Also, Hoffnung kann man doch setzen. Ja. Wir können ja, könnt ja jetzt sagen hier, dass der Botaniak hier langsam hier Sternfesten an die Grenze baut. Ja, also, und dann soll er die bitte abreißen, weil du dich dadurch bedroht fühlst. Also Sternfesten können dich ja nicht angreifen, ja, also das ist nichts los. Ich einfach die Schnecken jetzt, fertig, weg damit. Cool, na. Wie hallo, Feind ist anwesend anscheinend. Ja. Ich will gerne Schnecken auf meinem Schnecken. Was will der Verräter jetzt schon wieder hier? Herr Verräter. Du bist der einzige der Waffenbrüder, der der anderen Allianz gejoint ist. Ja, der einzige, der irgendwie. Janik hat mir eine Waffe in den Kopf gehalten und wollte abdrücken. Nein, hab ich gar nicht. Was ist passiert? Also, Janik, was geht bei dir ab, ey? Nee, ich freu dich mal. Du musst eine Aggression entwickeln. Grüß den Fuchs. Ja. Warum ist dein Reich so vielseitig? Den Bewohnern. Ach so, gute Frage. Weil es ist Johannesreich, es ist nicht Wüstenfuchsesreich. Weil wir würden Allianz geschrieben. Weil ganz ehrlich, Johannes war jemand, der sehr viele Arten bei sich haben wollte. Und deswegen hatte ich als Preuß noch einmal scheiß Schnecken bei mir im Land. So, also, was ist bei dir für ein Update? Ich hab mit Chromio ein bisschen. Also, Chromio hat mich gerufen, wollte wegen. Weiß gar nicht mehr, was er wollte. War nur eine relative Kleinigkeit. Achso. Und dann habe ich noch mit denen ein bisschen über ihre Wirtschaft gequatscht und denen Tipps gegeben, dass, wie sie die besser machen können. Okay, und wie läuft's bei denen so? Dann brauchen wir. Also, Chromio geht's, ist wirtschaftlich, ist forschungsmäßig, hat er jetzt den höchsten Forschungsoutput der Galaxie.
Aha, okay, aber nicht als Erster tatsächlich, oder? Er hat, glaube ich, nicht die beste Forschung, wobei er auch schon eine sehr gute Forschung hat. Also gibt es eigentlich auch eine Übersicht, wer eigentlich wo am besten ist und so weiter? Ich weiß es nicht, ob es irgendwie einen Forschungsledger gibt. Man hat halt eigentlich nur diesen Vergleich immer zwischen Nationen. Naja, aber das ist ja schwierig. Der ist für halt uns schlecht. Ja, das ist scheiße. Genau, also ich hätte gerne einen Ledger dafür. Ja. Ich meine, was ich gerade gesehen habe, wo du tatsächlich was gucken kannst, wenn du bei einer Föderation bist. Also zum Beispiel gerade bei Chromios, United Ferris, kannst du mal gucken. Stimmt. Da gibt es Wirtschaft, recht. Flotte, Technologie und dann mit Punkten bewertet das Ganze. Was natürlich echt krass ist, wenn man mal guckt, wie krass United Ferris im Gegensatz zu seinen Mitgliedern ist. Gell? Wie gesagt, der geht völlig ab. Auch wenn du dir seinen Legierungen-Output anguckst, der ist jetzt... 72, ja. Und das kann in den nächsten Jahren noch so hart eskalieren. Er hat jetzt einen Alloy-Distrikt auf dem Planeten. Einen. Hm. Es können noch so viel mehr werden. Ja. Kurz als Erinnerung, er hat diese... wie heißt es? Ich vergesse es immer. Er hat eine Ökumenopolis, genau, die halt extrem krank abgeht, was Wirtschaft angeht. Ja, wie gesagt, deswegen, das ist die er bekommen hat durch das. Ja, genau, ja, aber ich wollte es nur nochmal sagen, weil wir sind ja jetzt schon ein paar Parts weiter, seit dem letzten Mal drüber reden, vermutlich. Deswegen erwähne ich sowas immer gerne. Das hört sich für uns immer so an, als wäre es erst ein paar Minuten her, was ja auch so ist, gell? Oder von mir aus eine Stunde oder anderthalb, aber ich möchte sowas erwähne ich immer gerne nochmal. Also, okay, aber was gibt's noch so bei denen zu erzählen? Ich glaube eigentlich sonst nicht viel. Die sind da auch gerade so ein bisschen dabei, sich aufzubauen. Das Schneckische Reich hat das Luxusproblem, dass sie zu viel Geld haben. Im Gegenzug dann halt nicht genug Forschung und viele andere Sachen nicht so. Ja. Auch keine Edikte, was ich bisher nicht verstehe, aber gut. Und sonst. Okay. Eigentlich ja gut, hört sich doch gar nicht so schlecht an. Also ich habe ja mit den anderen ein bisschen geredet und habe mal mir erklären lassen, wie das überhaupt zu dieser Föderation kommt. Ja. Also die haben mir jetzt halt gesagt, die haben ja da alle, die da dabei sind, haben ja gegen Google und die lunarische Macht gekämpft. Und daher kommt es halt. Ja. Und sie sind halt die meisten, alle bis auf den Davi-Clan eigentlich, sind ja auch autoritär. Ja. Der Davi-Clan war einer der ersten Bündnispartner sozusagen. Also am Anfang war es ja wirklich sozialistisches Imperium, dann das Kollektorenprotektorat und Davi-Clan. Die drei waren es ja eigentlich. Deswegen meinen die, ist das halt in Ordnung. Und ich finde es halt ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm. Also weißt du, wenn ich mir das jetzt so angehört habe... Ja, aber ich finde es dann halt dumm, wenn die sich Hüter des Friedens nennen und dann einfach random Leute überfallen, weil die aus Roleplay-Gründen einem ihrer Sektoren mehr Autonomie geben. Das ist halt... Ja, das habe ich denen auch erzählt, dass ich das nicht gut finde. Und ich habe zu denen auch gesagt, sie sollen sich bitte umbenennen, wenn sie so eine Scheiße machen, so ungefähr. Haben sie jetzt, glaube ich, auch vor. Okay. Vielleicht haben sie es auch schon getan. Nee. Apropos, wenn wir gerade... ich muss gerade leider... Wir können uns gerade ein bisschen angucken, wie Feuerwerk in Cyberworld Kingdom abgeht. Oh, stimmt, hat Nico gerade erzählt, ja. Welches System? Yasmak. Wo haben wir das denn? Das ist ein es seit dem Beginn von Stellaris im Spiel eigentlich gibt. Ja. Eigentlich mehr oder weniger eine Falle, wo super viele Mineralien drin liegen. Das heißt, jeder Spieler ist gierig, baut sofort seine Station. Und sobald man dann die ersten Minenbasen baut, kommen die Schwarmasteroiden und zerstören alles. Und das ist dann, weiß ich nicht, 10.000 Flotte insgesamt. Ja. Die besiegen ist halt verdammt anstrengend. Was ich halt echt ein bisschen schade finde bei Stellaris, gerade was sowas angeht oder so, es gibt halt irgendwie einen Haufen Sachen, die halt im Spiel so vorkommen können oder meistens auch irgendwie vorkommen. Und deswegen... ist da praktisch, wenn du das halt tatsächlich ein paar Mal gespielt hast, so ein bisschen, fällt mir auf, ich nenne das mal Überraschungseffekt weg, oder nicht? So ein bisschen, so nach dem Motto, okay, hier habe ich ein System mit ganz vielen Mineralien, ah ja, das kann sein, dass da diese Dings kommen, oder was weiß ich, hier habe ich irgendwie einen richtig krassen Planeten, und dann kommt da dieses Ei raus, ja, oder dieser Wobei, Drachen das oder Ei so. Wobei, mit dem Ei sieht man zumindest nicht. Also ja, das sieht man nicht, okay. Dieses System hier erkennt man, ja, aber das mit dem Ei erkennt man nicht. Ja, okay. Das kann zufällig passieren. Ah, okay, gut, ja. Aber das finde ich halt ein bisschen schade, oder so nach dem Motto, ja, ich weiß, dass irgendwo hier... Eventketten. Ja, oder Beispiel die, auch. Genau. Viele von den Eventketten und was ich vorhin meinte mit den Vorläuferereignissen. Die Vorläufer sind immer in einem bestimmten Pattern in der Galaxie angeordnet, es sind immer genau die gleichen.
Ja, wobei ich das ja verstehe. Aber gerade solche Sachen wie jetzt halt mit diesem Mineraliengedönse da, vielleicht könnte man das zum Beispiel ein bisschen zufallsgeneratmäßiger machen, weißt also, andererseits muss halt so ein System, wenn du jemandem so ein System gratis in die Hand drückst, ist halt auch sonst hart lächerlich. Ja, natürlich, klar, klar. Deswegen sage ich ja, das könnte ja zum Beispiel auch vielleicht auch eins sein, vielleicht bei dem irgendwie viel Forschung drin ist oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie sowas, weißt du? Oder keine Ahnung, oder auch mal, dass in einem Scheißsystem sowas passieren kann. Ja? Solche Sachen fände ich auch ganz spannend eigentlich, aber gut. Das Problem ist, da ist dann wieder, wenn dann plötzlich in irgendeinem Scheißsystem, was mitten in deinem Reich ist, das zum Beispiel deine zwei kernenden Teile deines Reiches miteinander verknüpft, plötzlich das auf dem Nichts passiert, ist auch leicht verarscht. So bist du zumindest vorgewarnt, dass okay, hier wird wahrscheinlich das passieren, wenn du es einmal erlebt hast. Aber so extreme Probleme haben die da jetzt gerade gar nicht, oder? Die machen ja eins nach dem anderen kaputt halt, oder nicht? Ja, sobald du halt genug Stärke, also du brauchst so um die 3-4 K-Flottenstärke dafür, dann ist das kein Problem, die wegzuräumen. Weil du die halt, du musst, einzeln kaputt machst. Ja, zwei musst du meistens auf einmal, oder können passieren, dass du auf einmal schlagen musst. Ja, ich glaube, einmal hatten sie jetzt zwei, aber jetzt sind es nur noch eins, wie du siehst, ja. Und sie haben ihre Waffen auch extrem darauf ausgelegt. Also sie haben massiv Point Defense auf allen Schiffen. Was ist da gerade? Irgendjemand fordert was. Breaking News, wir, die sozialistischen Pinguine, fordern das Verlassen und Abreisen des Handels. Okay, die Pinguine sind retarded. Ja. Versteht auch keiner, oder? Frag mal gerade, haben die Pinguine einen Schlaganfall? Ah, er hat geschrieben, gleich, hat er gefragt. Geschrieben, meine ich. Gucken wir mal. Baumlord. Ja, okay, gut. Aber immerhin, hier geht mal was. Ich finde, es sieht halt auch voll geil aus, gell? Wir können auch mal auf die Flotte draufklicken. Wenn ich sie erwische. Also die Schiffe sind jetzt fast, also zumindest die von Nico, also die Cyberbird-Schiffe sind fast alle mit Point Defense ausgestattet. Was dem Ganzen, die von Cyberbird und die Föderationsflotte auch ganz gut. Ich sehe es leider gerade nicht, weil der dumme Jet da voll drüber ist. Deswegen sehe ich gar nicht, was die so haben. Also auf was sind die vor allem? Sorry. Du kannst eine Flotte anklicken und dann kannst du mit einer... Ja, ich sehe es, aber da ist gerade der Chat drüber bei mir. Aber wie es aussieht, voll auf Ding, auf was war's? Das ist nämlich weg gerade, weil sie jetzt die Schlacht gewonnen haben. Du kannst wieder auf die Flotte klicken. Ja, achso, Moment. Klick auf eine von den Flotten und dann kannst du dir ein einzelnes Schiff angucken. Panzerung, achso, ein einzelnes Schiff. Schilde. Waffenschaden, nee. Findest du es nicht, oder? Nee. Wenn du jetzt dir den Kampf anguckst. Mhm. Ja. Achso, bist du gerade in einer der Fraktionen? In welcher Fraktion bist du gerade drin? Ich bin gerade in Cyberbird. Okay, dann machst du jetzt, gehst du jetzt in den Kampf rein? Ja, und unten links halt, oder? Auf die Cyberbird-Flotte? Ja, da habe ich gesehen, ja. Und dann ist da links, die Schiffe aufgelistet von den Cyberbirds, richtig? Ja. Ach, Schiffsdetails, ja. Schiffen ist immer eine Lupe. Ja, Schiffsdetails, jetzt, sorry. Ich habe gerade irgendwie unten auf die Schadensleistung geguckt. UV-Laser, Unverteidigung, okay. Also sind die Scheiße gegen Laser vermutlich, oder? So verstehe ich das. Was? Diese Stationen da waren scheiße gegen Laser. Ne? Nee, die Stationen, das weiß ich gar nicht. Weil die hatten alle Laser halt drin. Deswegen. Laser haben sie, glaube ich, weil sie die am Anfang als Startwaffe oder weil sie die gibt's am lustig finden. Nee, es gibt doch nur noch eine Startwaffe, oder? Alle starten noch mit den Atomwaffen oder was das war, oder? Nein, es starten alle mit den gleich. Oder mit diesen oder mit den Projektilen. Kannst du, glaube ich, am Anfang aussuchen. Ich glaube, man startet jetzt mit Laser und kinetisch und kann so, am Anfang dann aussuchen, was man will. Okay. Ich glaube, die haben dann einfach das genommen, was ihnen besser gefällt. Also ich benutze zum Beispiel immer kinetisch, weil finde ich halt schöner. Okay. Ich bin jemand, der einfach gerne Explosionen sieht. Ja, okay, gut. Ich überlege sein Feuerzeug an. Gerade, haben wir ja eigentlich heute schon mit vielen Fraktionen geredet, oder? Wir haben mit Botaniak geredet, mit dem ganzen Hüter des Friedensgedönse. Wir haben mit Preußisches Sternenreich geredet. Gut, mit dem netten Reich haben wir dieses Mal nicht geredet, aber ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, oder? Netter Reich heute nicht, war das heute nicht? Nee, doch, Sven hat einen Vertretungsspieler. Halt. Sven hat halt einen Vertretungsspieler, aber die Friedemilianer sind auch nicht da. Ja. Gut, du hast vorhin mit United Terrace und so mal ein bisschen geredet.
weiß nicht, wollen wir mal, jetzt sehen wir mal kurz jetzt, was hat er denn geschrieben? Wir fordern die Vernichtung des der Handelsunternehmen auf unserem Planeten, sonst sehen wir uns gezwungen, die Handelsunternehmen mit Gewalt zu vernichten. Und wem hat er denn? Pinguin. Und wem hatten wir? Hauptplaneten. Unternehmen, nichts. Der Planet, nichts. Der Planet, nichts. Der Planet, nichts. Der Planet, Garnivius Syndicate. Ah, okay. Mhm. Eine Zweigstelle gibt es auf, ja, einer von den größeren Welten. Da ist ja jetzt 39% Kriminalität. Ha, geil. Komisch. Wollen wir vielleicht dann, gerade wenn wir dabei sind, dann wie Clan hat... Der Davi-Clan hat einen Bürgerkrieg. Was? What? Oh. Was? Ein Bürgerkrieg. Demente Pinguine fordern die Schließung, welche sich seit Monaten in der Umsiedlung... Ah, okay. Was, Bürgerkrieg? Ich bin verwirrt. Ich glaube, der hat einfach nur Schwachsinn geschrieben, um Menschen zu verwirren. Ja, ich glaube auch. Wollen wir vielleicht mal noch das Ganvius-Syndikat moven? Mit denen noch ein bisschen. Das ist toll. Ja. Ja, das klingt dann an dem Plan. Und dann vielleicht noch mit dem Great Nicomas Empire und dann noch mit die Ashen vielleicht. Bis wann spielen wir? Ja, keine Ahnung, also eigentlich so, ich habe bis so 17:30 theoretisch Zeit, also mir macht es gerade Spaß, wir können ruhig auch noch ein paar Minuten mehr machen. Heute das gut, dann schiebe ich jetzt einfach mal Knolle hier hin. User was moved to your channel. Hallo Knolle. Hallo. Hi, grüß dich und alles gut. Du machst dir gerade extrem viele Freunde in der Galaxie. Ja, ich werde halt meiner Rolle dementsprechend gerecht, ne, also ja. Darauf kann ich dann leider keine Rücksicht nehmen. Viele Planeten, heilige Scheiße. Ja, das ist aber auch das Einzige, was ich momentan so ein bisschen habe. Leider. Na gut, wobei... Ich kann mich auch nicht mehr ausweiten wegen dem Verwaltungslimit, das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, aber du musst, also ich meine, du hast so viele Planeten, wenn du die alle ausgebaut hast, dann eskaliert dein Reich ja völlig. Ja, aber man muss ja auch bedenken, dass das Verwaltungslimit dann immer noch steigt mit den Distrikten. Das ist das halt... Stimmt. Boah, das ist irgendwie schwierig. Na? Das Unternehmen und so, das ist echt, ich weiß nicht. Nächstes Mal spiele ich das, glaube ich, nicht mehr. Tipp, organisier dir irgendwie eine Eco-Monopolis. Damit löst du einen Haufen deiner Probleme. Was soll ich nehmen? Ein Arcology Project als Ascension Perk. Ist das ein Aufstiegsvorteil? Ja. Ah, okay. Was bringt das denn? Aber damit kannst du eine Eco-Monopolis bauen. Das ist ein riesiger Stadtplanet, den du zum Beispiel zu einer riesigen Industrieanlage umbauen kannst. Ja, stimmt. Und dann nimmst du zum Beispiel einen deiner Planeten, der viel, viele mögliche Distrikte hat, aber kaum Ressourcen. Zum Ökologieprojekt heißt das Ding. Genau. Ja. Der perfekte Planet dafür wäre Skipiton Prime. Klatsch den mit Stadtdistrikten voll, machst daraus eine Eco-Monopolis und dann kannst du aus diesem Planeten so viele Alloys und Konsumgüter rausziehen, wie du lustig bist. Ja, das wäre ich dann theoretisch auch Forschung. Warum direkt aus, warum Skription Prime? Warum der Planet? Wenn du dir den Planet mal anguckst, hat er 25 Größe. Das heißt, er kann 25 Distrikte fassen, wenn er möchte. Mhm. Aber es gibt extrem wenig Ressourcen. Wenn man eine Eco-Monopolis auf den Planeten draufklatscht, werden alle Ressourcen auf dem Planeten vernichtet. Also alle Bergbau, Agrikultur und Generatordistrikte. Die können dann nicht mehr genutzt werden. Stimmt, dafür kommt ja was anderes, kommt da dafür. Kann man dann halt da riesige Fabrikanlagen hinsetzen als Distrikte. Die kosten dann auch keine Ressourcen und... Okay, ja. Wir haben dich unterbrochen. So, ja. Du wolltest uns über deine Situation berichten. Wollte ich das? Ja, Wir waren halt so frei und haben nicht gemoved. Ja, es hat sich eigentlich so ein bisschen festgefahren, wenn ich ehrlich bin. Nach der Zerschlagung der UdSSR... Wo wir noch mal ein bisschen, wo ich noch mal ein paar Landgebiete einschlagen konnte, ist jetzt diese Session eher weniger los, was leider ein bisschen schade ist. Und ich muss auch zugeben, ich entwickle mich irgendwie immer mehr zum Vasallen vom Great Nicomas Empire, wenn ich ehrlich bin. Oh, okay. Weil ich halt echt nicht expandieren kann. Und er wird sich, glaube ich, jetzt sehr viel holen können und er wird immer mächtiger. Und ich werde jetzt, vielleicht habe ich jetzt noch ein paar Planeten, die ich hier kolonisieren kann, aber dann werde ich halt stagnieren und mit Verwaltungsgebiet. Also Punkt ist, du hast eigentlich jetzt sogar schon zu viel Land. Also so für einen... Ja, genau. Deswegen kann ich, glaube ich, gar nichts mehr erobern. Du solltest halt jetzt dein Reich eher versuchen auszubauen und diese Zweigstellen aufzumachen. Ja, aber die werden auch geschlossen. Das ist das nächste Problem. Also
man kann das, ich habe jetzt so zum ersten Mal richtig mit dem Verbrechersyndikat gespielt und mir ist aufgefallen, man kann das doch sehr gut kontern. Also ja, wenn man das will, dann ist das sehr einfach zu kontern. Das ist leider sehr schade. Ich mache es trotzdem, weil sonst wäre es komplett verschenkt gewesen, dass ich das genommen habe. Deswegen mache ich es trotzdem ab und zu noch. Ja, das ist halt immer das Problem, wenn man bei so einer Multiplayer-Runde, weil sowas das erste Mal eine gewisse Art von Fraktion spielt oder so, das ist natürlich schwierig. Aber deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Ich glaube, wenn du wirklich in diese Ökonomopolis-Dings da Richtung gehst, das kann dir schon helfen. Also, weil Nils hat ja schon Ahnung von dem Spiel und wenn er sagt, es hilft dir, dann hilft dir das bestimmt. Oder zumindest ja, aber gut, das ist ja schon ein wichtiger Bestandteil. Wirtschaft und Forschung ist ja ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Also. Von dem her, und mal ganz ehrlich, es ist doch ja im Zweifel auch keine Schande, dass du ein halber Vasall vom Great Nicomas Empire wirst, weil mit seiner Hilfe kannst du dich ja dann zum Beispiel auch wiederum wehren gegen irgendwelche Kriege, die man gegen dich führt, wenn du irgendwo Zweigstellen errichtest, zum Beispiel. Darf ich dir mal einen Tipp geben? Ja. Frag doch mal die Great Nicomas, ob sie dir die Unabhängigkeit garantiert und wenn du im Gegenzug ihre Feinde abfuckst. Ja. Das also bei sogar, ihren Feinden Kriminalität anfängst aufzubauen. Wir haben uns sogar die Unabhängigkeit garantiert gehabt gegenseitig und das haben wir dann aufgehoben für die Einsparung von Einfluss. Deswegen, also eigentlich machen wir das. Ja. Aber würde ich vielleicht nochmal probieren, weil ich finde es eine interessante Sache. Vor allem, selbst wenn die was gegen deine Leute tun, ja, gegen deine Zweigstellen, deine Kriminellen, dann verbrauchen die ja Bauplätze. Ja, genau, die verbrauchen ja Bauplätze, die sie andersweitig nutzen können, wenn sie halt so Polizeiwachen bauen und so, ja. Ja. Sind es ja Polizeiwachen, oder Nils? Sag ich Bullshit. Nee, stimmt. Ja, und okay, gut. Wenn du sag mal keinen Dreck. Dieses Schmugglergebäude baust, die heißt. Ja, genau, die Schmugglerhäfen. Ja. Kriminalität, die der generiert, ist extrem hoch. Aber das können die trotzdem kriegen. Ja, ich hatte auch Engagement reinstellen, das stimmt. Ich habe auch einmal 50, also die Kriminalität, die 50 bringt, den Schmugglerhaken gebaut und dann noch was 40 bringt, also auch noch das zweithöchste. Und trotzdem konnte man das kontern, also das ist extrem schwierig. Und das stimmt, nice. Und wenn die das so schnell schließen, dann ist das eigentlich eine Lose-Lose-Situation, weil ich nerv die natürlich und die verbrauchen Bauplätze. Aber für mich kostet das auch so viel. Das ist leider echt schade irgendwie. Aber deswegen muss man einfach überlegen, wie das aussieht mit der Kooperation mit dem Great Nicomas Empire beispielsweise. Weißt du, ob er praktisch für deine Anstrengungen sich irgendwie dir gegenüber erkenntlich zeigt, weißt du? Also, ob das jetzt mit irgendwelchen, was weiß ich was, mit Mineralien ist oder mit was weiß ich irgendwas, was du halt brauchst. Ja? Oder zumindest auf der einen Seite mal mit dem Schutz. Da müsstest du vielleicht mal reden, vielleicht gibt es da Möglichkeiten, weil ich glaube halt schon, dass du da echt nerven kannst. Übrigens hast du durchaus auch Nachbarn, die jetzt nicht unbedingt so extrem stark sind. Weißt du, was ich meine? Also, das würde zum Beispiel dagegen sprechen, dass du bei den Ashen... Ja, Den versteht er sich, glaube ich, ganz gut, oder nicht? Ja, das jetzt, bei der letzten Session war das ja ein anderer Spieler, mit dem habe ich mich gut verstanden. Ja. Und der jetzige Spieler... Ich weiß nicht, der hat jetzt schon einige Dinge gemacht, die mir nicht so gefallen haben. Wirtschaftspakt mit Greyhound und das finde ich nicht so gut, weil der sogar hat er gesagt, zum Schutz gegenüber mir, obwohl ich mit dem Spieler davor abgemacht habe, dass ich da nichts errichten werde. Ja. Und dann hat er jetzt noch eine fette Sternbasis hier gebaut, was ich auch nicht so gut finde und ich glaube, durch die komme ich auch nicht. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, weil ich eigentlich mit ihm noch geredet habe und ihm so ein bisschen ein Update gegeben habe, weil Malil kann aus privaten Gründen nicht mehr mitmachen. Der hat sonntags keine Zeit mehr, deswegen wird Darren jetzt komplett übernehmen und ich habe eigentlich mit Darren gestern geredet darüber. Müssen wir mal gucken. Also ich kann da auch nochmal nach dem Stream mit ihm reden. Wer ist Greyhound? Die Struxini. Das Unternehmen, ja. Die Nachricht, die er gerade geschrieben hat, sehr lustig. Ja, schauen wir mal kurz rein. Superbau gerade geschrieben, wundervolle Sklaven, kauft 5, zahlt 4. Der erhabene Vorsitzende des Daxini musste sich während eines Interviews das Lachen verkneifen, da anscheinend die Sozialistische Weltraumrepublik dachte, sie sei ein essentieller Handelsknoten. Geil. finde ich nicht schlecht. Macht mir das Geschäft komplett kaputt, deswegen kann ich den nicht so gut leiden. Und jeder, der einen Wirtschaftspakt mit dem hat, finde ich auch nicht so gut. Deswegen fand ich das schade mit Ashen. Ja, obwohl das Great Neko Mars Empire hat auch einen Wirtschaftspakt mit denen. Also der hat fast überall Wirtschaftspakt, das ist echt nervig, ja. Ja, einfach einfach da an der Stelle vielleicht einfach nochmal mit Nachdruck nochmal mit dem Neko Mars Empire reden, weil ich glaube schon, dadurch, dass ja das Great Neko Mars Empire ziemlich, ziemlich stark ist, ja, und du ja
sehr nerven kann. Ja, ich glaube, ihr werdet auch eigentlich ein gutes und eigentlich auch stark beschickt. Ich glaube, ihr werdet ein echt gutes Team, was das angeht. Ich glaube, ihr werdet echt ein gutes Team und würdet euch gegenseitig wirklich sehr stärken und eure Gegner wirklich schwächen. Ich glaube, das wäre echt nicht so verkehrt, ihr zwei. Also vielleicht da noch mal ein bisschen reden. Von dem, was ich jetzt sehen kann, ist bei dir einfach nur aktuell das Problem, du brauchst so 20, 30 Jahre, die du dein Reich wirtschaftlich entwickeln kannst, Forschung aufbauen, Punkt. Dann bist du, glaube ich, eines der stärksten Reiche in der Galaxie. Kurze Frage, da kam gerade ein Pop-up, Velturian-Söldner. Ab jetzt können man von den Marauders Söldner anheuern. Oh, cool. Kann man die dann jemand anderem auf den Hals setzen? Oder das wie? Kann man jetzt schon, aber man kann die jetzt in Kriegen, kann man jetzt Armeen von denen kaufen, vorgefertigte Flottenverbände. Ah, geil. Mhm. Dann irgendwie, weiß nicht, ein paar K-Flottenstärke. Mhm. Ja, oder sowas könnte man ja zum Beispiel auch mal machen, weißt du, wenn dich irgendjemand nervt, mal ein paar Piraten draufhetzen oder so. Ja, das ist ja eh Geld. Ach ja, ein Tipp. Ja, weil Geld hast du ja wirklich brutal viel. 11.000 ist ja jetzt nicht wenig und Mineralien ja eigentlich auch. Ich führe einen Kreuzzug gegen diese Gebäude. Mach die scheiß Wirtschaftskomplexe in deiner Hauptstadt weg. Reiß die Kackdinger ab. Wirtschaftskomplexe, die die Handelsgebäude da, die dir Handelswert geben. Wieso? Warum willst du sie haben? Mit welcher Begründung? Weil die Jobs bringen. Das ist Also ich meine, du kannst deutlich coolere Jobs schaffen. Oh, ja. Ali, du hast dir fehlt's an Forschung. Ja, auf Forschung habe ich mich nicht so fixiert, ehrlich gesagt. Du brauchst deutlich mehr Forschung. Du brauchst viel, viel mehr Forschung. Aber es kostet auch wieder Zivilindustrie und mit Zivilindustrie habe ich auch ein bisschen ein Problem. Das ist halt das, ja, genau. Kann ich machen. Ja, das ist eben der Punkt. Du machst massiv Energie, aber halt eben nicht die anderen. Ich meine, Konsumgüter kannst du kaufen. Warum ist Greyhound rausgegangen? Keine Ahnung.